Die Bibliothek von Dr. Hourglass. Bücher stehen um dich herum, große, kleine, dünne, dicke, alte, neue, pauvre, schicke, stehen herum und warten stumm, bis die Leiter du erklimmst und an einem dieser Tiere etwas geistige Wagenschmiere jeweils nach Bedarf entnimmst. Während aber allgemein, wo ein Vorrat sich befindet, dieser durch Konsum verschwindet, pflegt es hier nicht so zu sein. Wie der Ranft des Hutzelmanns, wie der Ölkrug zu Sarepte, der stets aus dem Vollen lebte, bleibt ein Buch intakt und ganz. Ist das nicht ein schöner Brauch? Drum, o Mensch, steck deine Gelder in gedruckte Geistbehälter und die Nase möglichst auch.